So Leute, wir machen noch weiter mit Mega Man X. Jo, ich möchte es heute noch zu Ende bringen, deswegen kümmern wir uns doch drum. Part 4 schon oben, Part 5 wird jetzt gerade hochgeladen und wir machen jetzt unsere restlichen Parts. So, wir sind in der Sigma Stage 3 und ich hab keine Ahnung, was mich jetzt hier noch erwartet. Also ab hier ist jetzt wirklich wieder dieses Halbblind. Und schauen wir doch mal nach, was... Okay, hier kommt ein Boss, das ist doch ganz klar. Wer ist es? Wer bist du? Oh, Armored Armadillo! Hallo! Oh, natürlich. Oh, ich muss jetzt mal aufhören, Mega Man X an X5 zu denken. Und Treffer. Und Treffer. Und Feuer. Mann, oh Mann, also der... Oh, ich dachte jetzt schon, aber stimmt ja, ich muss ja alle refighten, ne? Oh Gott, der Armadillo, der wird nicht leicht. Überhaupt nicht, aber egal, gut, dass er am Anfang kommt. Ah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und nochmal, wir haben ihn nochmal getroffen, okay. Oh, jetzt rast er wieder los. Ah. Erwischt. Okay, diesmal haben wir gut hingekriegt. Also das letzte Mal war ich ein bisschen schlechter dran, aber ist doch egal. Also, ja, wie gesagt, also Mega Man X werden wir heute beenden. Definitiv. Oh je, was erwartet uns dann noch? Ich freue mich gar nichts drauf, aber jetzt wird es wahrscheinlich ein reines... Oh nein, ich wollte gerade sagen, reines Boss-Refight. Hahaha. Wie naiv von mir. Reines Boss-Refight. Natürlich, das wäre ja viel zu einfach. Oh, hier kriegen wir nochmal Leben und hier kommt... Ah, hier kommen wieder Fledermäuse, verdammt! Oh, Leben. Wie viel haben wir jetzt? 1, also oh je. Mit so wenig will ich... Oh, zweites. Haha, hey, gut. Erinnert mich ja schon fast an Mega Man 5, wo man ja immer nur diese ganzen Leben andauernd kriegt. Ich muss mal überlegen, wie komme ich da ran? So. Okay, wer kommt jetzt? Naja, wir werden uns überraschen lassen, wir jetzt... Das sind Stacheln oben. Wer kommt da jetzt? Spark Mantrill? Nee. Stinkemillion. Was war deine Schwäche? Verdammt, ich muss schnell... Ah, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, Storm Eagle war deine Schwäche, oder? War seine Schwäche? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, nimm das! Du blödes Chamäleon! Probieren wir's aus, wenn ich treffe. Gucken wir mal. Ja, also ich habe keine Ahnung, was seine Schwäche ist jetzt. Nee, überhaupt nicht. Was waren seine Schwäche? Oh, Kuwenger vielleicht? Sag mal. Ich werde dich wohl noch erwischen hier. Ja. Boomanger, Kuwenger. Da ist seine Schwäche. Die Bumerangs sind seine Schwäche. Perfekt. Hoch. Ja, ja. Ach, verdammt. Okay, also es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem Zielen hier. Aber ich krieg's noch hin. Keine Sorge. Irgendwie krieg ich's schon hin. Ich muss nur gucken, wie ich ihn erwische am besten. Ah, immer noch nicht. Oh, ist der nervig. Und zack, erwischt. Komm, du kriegst noch mehr. Noch einer. Ja, wie erwische ich dich? Ah, ich muss auf dem Boden stehen. Ich verstehe schon, ich muss auf dem Boden stehen bleiben, dann erwischt man auch. Und zack, und noch eine Runde. Und erwischt und oh, mich aber auch. Oh je, hoffentlich schaffen wir den überhaupt noch. Aber ich denke schon. Das müsste ja wohl noch irgendwie gehen. Und erwischt. Einer noch. Einer noch. Komm, jetzt müssen wir den Stacheln nur ausweichen. Oh, wir haben es geschafft. Gut. Ah, ja. Und da haben wir noch Stinkemillion. Es bleiben nur noch 3 Stück eigentlich. Ja, 3 haben wir besiegt. Und jetzt hat es... nee, doch, 3 haben wir besiegt. 5 sind 2 Hämmer. Das bedeutet, ich brauche Leben. Naja, vielleicht haben wir ja... Oh, und noch einer. Natürlich. Oh, klar. Jo, genau, wir haben ja nichts... Ah, okay, unsichtbar. So, weg mit dir und rein. Hey, ich darf da nicht rein? Wie komme ich da rein? Hallo, ich will das Leben haben. Bovenger, Kuwenger, Bumerange. Das kommt mir gerade so... Oh Gott, jetzt... Lasst mich hier nicht durch. Mensch, stimmt ja, mit den Bumerangs müsste man doch eigentlich auch... Und, ich habe keine Ahnung. Ja, es geht. Also Bumerangs aufladen und nochmal versuchen. Und ich hab's Leben. Sehr gut. Okay, wer kommt als nächstes? Spark Mantrill. Ganz klar. Ich wusste, soll er. Ja, natürlich. Das sieht so nach Spark Mantrill aus. Hallo, Spark Mantrill. Du warst das letzte Mal sehr einfach. Bist du es immer noch?
Uff, ja, irgendwie schon. Okay, er macht wieder seine Übungen und wir hindern ihn daran. Also er ist nicht so schwer, immer noch nicht. Wir machen ihm Schaden, er wird erwischt, also, oh ja, der Kampf geht eigentlich auch. Und natürlich, du rast auf uns zu mit deiner scheiß Faust hier. Oh, du machst wieder Übungen, ha? Tja, das kannst du vergessen. Das kannst du sowas von vergessen, Spark Mandrill. Also, Spark Mandrill hat mich jetzt einmal gepuncht, aber sonst ging er. Also, und damit fehlen nur noch zwei. Oh Mann, also die Stage, die wird nicht einfach durch dieses... Okay, da kommt Launch Octopus. Ja, das kann ich ja schon... Das kann ich ja so schon voraussagen. Und erledigt. Weiter. Sag mal, die Fische, die erwischen uns die ganze Zeit jetzt schon. Das ist nervig. Das wollte ich jetzt nicht abfeuern. Egal. Was waren seine Schwäche? Armored Armadillo. Was nehmen wir? Was laden wir auf? Oh, das ist da. Blizzard Shotgun. Die hat uns gute Dienste geleistet, auch wenn es jetzt nicht... Oh, nein! Oh, ihr... Oh, diese scheiß Fische, hey. Naja, vielleicht droppt er noch was? Nee. Okay. Und dann laden wir mal auf, würde ich sagen. Und gucken mal, was kommt. Obwohl, wir müssen eh warten. Ja klar, kommt da hier Launch Octopus. Ah ja gut, das hätte man jetzt echt noch sich denken können. Aber ich liebe seine Pose. Du gehst kaputt. Ich liebe es. Also da muss ich sagen, das haben sie geil gemacht. Komm, komm. Shield. Yo. Oh, das macht sogar guten Schaden eigentlich. Aber wir machen ihn wie gehabt. Solange wir können. Sagen wir es so, solange ich kann, mache ich ihn wie gehabt. Krieg Schaden und jetzt Schild. Raus da, bloß raus da, Ex. Sonst haben wir ein Problem. Okay, also er ist wirklich, wie gesagt, er ist überhaupt nicht einfach. Nicht, weil er jetzt hier super ultra schwer ist. Nein, er macht euch einfach nur viel Schaden durch diesen Scheißtrick, den er da alles macht. Okay, aber gut. Auch vorher habe ich gedacht, es wird schwierig, aber dann habe ich es noch geschafft. Ich muss halt gucken, dass ich jetzt so wenig Leben wie möglich verliere. Ja, sagte er und wurde getroffen von Raketen, ne? Aber mit noch ein, zwei Schüsse, dann haben wir ihn. Also, es, ja, ich sollte es ja wohl jetzt auch hinkriegen. Den Launchy hier hinzukriegen. Ja, ich hab's. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah ja, wir kommen dem Ende immer näher. Immer näher. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Ich habe aber gemerkt im Nachhinein, ich habe in den Part 4 und 5 irgendwie den Sound nicht runtergedreht. Aber ich denke, das dürfte nicht schlimm sein. Man sollte mich eigentlich trotzdem gut genug hören. Aber hier werde ich ihn jetzt wieder drosseln. Keine Sorge. Okay, einer fehlt, noch ein Level. Wie soll ich denn da oben lang gehen? Hallo? Da sind überall tödliche Stacheln. Da kommt man nicht so einfach durch. Hallo? Durch zum nächsten, auch wenn wir kaum noch Leben haben. Wer fehlt noch? Ach, Flame Mammoth fehlt noch. Was war deine Schwäche? Wind. Genau, Storm Eagle war deine Schwäche. Nimm das Flame Mammoth. Wow, sie juckt dich. Ja, heul nicht. Lass dich einfach. Ja, den Flame Mammoth, den juckt das irgendwie nicht so, dass ich ihn abfeuere. Och, jetzt halt doch deinen Mund. Sag mal, schießt kein Feuer auf mich. Ich habe nämlich viel Leben. Aber ich sollte mich jetzt... Oh mein Gott, war das knapp. Das war knapp. Tröd ruhig weiter. Oh Mann, das war jetzt schweineknapp. Gerade dieser eine Sprung von ihm. Boah, ich habe schon gedacht, jetzt gehe ich eh. Aber wir haben jetzt auch wieder Leben gesammelt. Und Flame Mammoth ist down. Wir haben jetzt alle fünf Mavericks erledigt. Da ich, oder vertue ich mich da gerade? Habe ich noch irgendeinen schändlicherweise... Oh Gott, da kommt noch ein Boss. Das wollt ihr mir jetzt nicht ja sagen, dass ich jetzt noch einen Boss bekämpfen muss. Oh doch. Was bist du? Was bist du für ein Spinner? Na, mir soll es egal sein. Ich lade meinen Schuss voll auf. Okay. Wo kann man dich treffen? Okay, also das quetscht uns und das Teil da unten macht irgendwas. Okay, also... Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Probieren wir einfach mal die Waffen aus. Wir haben ja noch genug. Gucken wir einfach mal nach, was du triffst. Vielleicht hilft uns ja der Homing Missile Dings da. Wir müssen halt jetzt durchtesten. Ich kann das jetzt leider... nee. Okay, Sting Chameleon. Auch nicht. Aber es ist nicht schlimm jetzt, dass uns erwischt hat. Das da? Von... Nee, das trifft ja nicht mehr. Bleiben wir mal hier. Okay. Also im Moment geht er noch. Ja, wie soll ich da Feuer auf ihn heizen? Gucken wir mal. Feuer macht auch nicht viel. Oh mein Gott.
Okay, Wind auch nicht. Und klappt natürlich. Du schlägst nach uns. Spark Mandrill, vielleicht? Ja, ich glaube, das ist eine Schwäche. Spark. Macht auch Sinn bei so einer großen Maschinerie hier. Ja, jetzt macht er diesen Riesenschuss. Bleiben wir oben lieber. Dann erwischt er uns nicht. Ah, noch einer. Oh Gott. Mann, oh Mann, das Teil ist nicht unbedingt fair. Aber ich denke, wir kriegen es hin. Wow, gut reagiert da. Rüber. Oh, okay, also als Boss geht er ja. Nee, das sieht auch nicht so. Hier, Boomer Kuwenger. Das zieht. Und rüber. Ex. Uiuiui. Ui, ui. Okay, also der macht einen Schweineschaden, wenn er uns trifft. Oben bleiben. Ex. Wow. Also. Oh mein Gott, ich kann ihn nicht mehr treffen damit. Und hoch, hoch. Treffen und hoch oben bleiben, ja? Ex, also da musst du jetzt aufpassen, sonst gehst du down. Weißt du das eigentlich, Ex? Du bist so gut wie tot, wenn du ihn so weitermachst. Aber wir haben ihn gleich, also. Er dürfte eigentlich jetzt noch einen Treffer, dann haben wir ihn. Komm. Oh, wir haben ihn noch kurz vor knapp. Ganz, ganz knapp noch besiegt. Also, Boomer Kuwenger ist eine Schwäche. Das ist gut zu wissen. Und damit haben wir auch diese Stage. Und die war wirklich schwer. Wir mussten 5 Robot Mavericks hintereinander besiegen. Ja. Und dann noch den Endboss. Wow. Da fällt mir echt nichts mehr ein, außer wow. Also, und damit geht's auch schon weiter. Oh Mann, wir haben es gleich geschafft. Jetzt müssen... Oh Gott, wir kommen zu Sigma. Oh Gott, ja. Ich hör's schon. Wir kommen zu Sigma. Jo, wir laden unseren Schuss auf. Hoch, 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 hoch. Komm schon, Ex. Wow, wie lange müssen wir hier noch... Oh, da guckt was raus. Ich glaube, das hätte uns noch Schaden gemacht für Sigma. Ja, wie lange geht denn das noch? Mir tut ja schon der Daumen vom ganzen Drücken weh. Wir sind endlich da oben. Na dann, lass mal schauen. Da ist er, Sigma. Welcome. I see you managed to get here by yourself. Very impressive. I could destroy you, but I would not rob my pet of that pleasure. He knows how to deal with betrayers. Should you live, I will be waiting for you. Don't disappoint me, Ex. Boah, der ist ja echt übel mies, der Sigma, hey. Feuer! Oh Gott, da kommt dieses Pet hier und schießt Feuer. Aber irgendwie geht's ja noch. Also, ich hätte es jetzt schlimmer, aber... Oh, hey, der erinnert mich irgendwie an Mega Man 2, das Viech. Erinnert ihr euch? Dieses Viech, diese Hundis aus Mega Man 2. Und erwischt. Okay, also das Pet geht ja noch von ihm. Das geht ja noch irgendwie. Es macht uns jetzt ein bisschen Damage, aber wir kriegen es hin. Komm, komm. Oh, wie hoch kannst du noch, du Scheißviech? Und jetzt... Junge, Junge, das ist nicht einfach hier, aber machbar. Komm, hoch. Ex, geh hoch. Okay, wir haben das Viech erledigt mit dem Buster. Was kommt jetzt? Jetzt kommt Sigma, oder? Jo. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird jetzt... Boah. Excellent job, Ex. I see why Zero counted on you. You are almost as good as a hunter as I was. But the time of your destruction has arrived. You shall regret ever having defied me. Yo, Sigma ist... Wow, mit einem Lichtschwert. Okay, das wird nicht einfach. Okay. Boah, Junge, hat der mich mit einem Schlag besiegt. Wow. Zero, du bist... Sigma, du bist echt krass drauf. Okay, wir nehmen mal Sting Chameleon. Ich habe keine Ahnung, was seine Schwäche ist. Aber wir werden es schon herausfinden nach dem ganzen Hochgespringe hier. Auch wenn die Viecher rausgucken, ist mir jetzt egal. Wir kommen hoch und hoch und hoch. Und wenn wir Game Over gehen, ist auch nicht der Weltuntergang, solange ich dieses blöde Pet von ihm nicht nochmal erledigen muss. Sonst muss er die Schwäche wieder... Oh doch, ich muss es wieder besiegen. Ne? Und ich muss schon wieder das Geschwätz anhören. Naja... Jetzt gucken wir mal, ob das Pet auch eine Schwäche hat, zufällig. Ist es schnell, vielleicht? Gucken wir mal. Homing Missile. Nein. Auch nicht. Sting Chameleon. Auch nicht Armored Armadillo. Feuer auch nicht. Chill Penguin. Nein. Storm Eagle. Ist seine Schwäche, oder? Nee, auch nicht. Shotgun Eis. Vielleicht, weil es Feuer spuckt.
Ja, das ist eine Schwäche, Shotgun. Also wir sind hey. Ich bin hey. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Ah ne, wir kriegen es doch hey. Okay, also Shotgun Eis gegen das Viech. Okay, das ist gut zu wissen. Aber was ist jetzt die Schwäche? Wir nehmen mal wieder von Anfang an die Reihe. Ja, komm Sigma. Komm, jetzt hol dein Lichtschwert raus und kill mich. Wir wissen doch alle, dass du das willst. Und? Oh Gott. Okay, also... Boah, Junge, Junge, Sigma, was geht bei dir ab? Was ist denn mit Sigma los? Das ist ja krass. Okay, also wir wissen ja schon mal, Blizzard Shotgun ist die Schwäche von dem Viech. Sigmas Schwäche, keine Ahnung, ich bin nur zu einer gekommen. Aber wir haben ja verschiedene noch zum Durchprobieren zum Glück. Weil der Buster wird wohl kaum allein sein, das wäre ja wahnsinnig schwer, schwierig. Halt, wir holen uns gleich mal die Waffe raus. So, perfekt. Okay, und dann würden wir uns das Viech mal da angucken. Wir haben jetzt volle Waffenenergie. Achso, ich könnte hier nochmal wechseln, das will ich aber nicht. Jetzt kommt... Achso, ich kann immer noch drin wechseln, das wollte ich nicht. Jetzt kommt doch Sigma. Ey, also wirklich, leck mich aus den Sigma, den hätte ich nicht so übel eingeschätzt. Aber erstmal das Viech, das kriegen wir jetzt mit Blizzard Shotgun hin, wenn wir aufpassen. Oh, okay. Ja, genau, du scheiß Viech. Ich krieg dich platt. Das ist mir jetzt egal. Ich will erstmal nur die Schwäche von Sigma herausfinden. Aber dass wir gegen das dann auch noch kämpfen müssen und dann auch noch Sigma. Hey, das ist abnormal. Erledigt. So. Stinkamillion probieren wir aus. Hoffentlich klappt's. Denn Sigma ist echt übel, hey. Ich meine, so cool ich ihn auch finde, aber... Uff. Das ist echt ein wahrer letzter Kampf, hey. Stinkamillion. Auch nicht. Oh, wie viel Schaden macht dieser Irre. Armored Armadillo auch nicht. Okay. Hey, dieser Irre macht uns Schaden. Das ist ja nicht normal. Okay, also wir haben hier schon mal die Schwäche nicht. Wir können auf Blizzard Shotgun zurückschalten. Und immer wieder hochgehen. Hier kann man wahrscheinlich nochmal farmen mit den Teilen. Ja, ja. Brauchen wir jetzt noch nicht, weil... Ich habe ja jetzt noch Blizzard Shotgun noch genug übrig für dieses dumme Viech. Und ich weiß auch nicht... Wie ist er, was der für eine Schwäche hat, keine Ahnung. Impressive, ja, wir wissen es ja jetzt. Boah, Junge, Junge. Ich meine, sein Viech ist ja echt einfach. Das ist ja nicht ultra schwer, wisst ihr. Das kann man ja noch schaffen, wenn man sich anstrengt. Aber was ich hart finde, ja gut, und jetzt springt's rum, also. Das ist auch nicht unbedingt toll, wenn ich davor noch einen Schweineschaden durch das blöde Viech krieg, weil es so ein Scheiß-Pattern hat. Aber ich... Boah, jetzt werde ich sogar schon von dem Viech gekillt. Das nenne ich mal Pech. Also das ist jetzt echt mal Pech. Jetzt gehen wir mal ein bisschen farmen hier. Vielleicht habe ich ja Glück. Komm, kommt raus. Gucken wir mal. Jo, Leben kommt raus. Leben. Brauche ich nicht. Hier, Waffenenergie. Das brauche ich. Aber eine große brauche ich. Okay, sie droppen immer was. So wie es... Oh ja, das will ich.